Wir schauen uns an, wie eine WM-Goldmedaille jetzt eine Gender-Debatte beim Bundesheer auslöst. Und ich habe das Ranking für euch. In diesen Berufen wird am meisten viel Alkohol getrunken. Und welche Berufe sind am nüchternsten? Damit Servus, Mahlzeit und Hallo bei Push am Mittwoch zum Mittag. Das ist euer kurzes Update von Krone TV. Ihr Triumph sorgt für echte Gänsehautmomente. Am Sonntag holt die Tirolerin Lisa Hauser bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Slowenien die Goldmedaille. Die 27-Jährige ist auch Soldatin beim österreichischen Bundesheer und deswegen gratuliert auch der oberste Pressesprecher vom Verteidigungsministerium auf Twitter. Herzliche Gratulation, Zugsführer Lisa Hauser steht da, gemeinsam mit der Gratulation an den Ski-WM-Zweiten Adrian Pertl, der auch Soldat ist. Darauf kritisieren einige User die nicht gendergerechte Ausdrucksform. Es müsste ja eigentlich Zugsführerin Lisa Hauser heißen, oder? Das Bundesheer klärt auf, für den Rang Zugsführer gibt es aber keine weibliche Form. Frau Zugsführer ist also in dem Fall, wie zum Beispiel Frau Doktor, richtig. Der Weltmeisterin ist es übrigens egal, wie man zu ihr sagt, erzählt sie im Krone-Interview. Ich freue mich aber wirklich über jeden Einzelnen, der mir gratuliert, sagt sie da. Hochprozentiger Rekord in den USA. Hier ist ein Mann mit 7,8 Promille Alkohol im Blut aufgehalten worden. Ab 5 Promille besteht Lebensgefahr. Und der ist noch mit dem Auto gefahren. Er hat sogar versucht, vor der Polizei davon zu rasen, ist dann aber in eine Leitplanke gekracht. Übrigens, der höchste Alkoholgehalt, der in Österreich jemals gemessen worden ist, sind 7,4 Promille. Gemessen bei einem Mühlviertler, der zumindest 2 Flaschen Hochprozentiges getrunken haben muss. Der traurige Weltrekord liegt bei einem Polen, der angeblich 12,3 Promille gehabt haben und überlebt haben soll. Aber da zweifeln viele, dass die Messinstrumente noch in Ordnung waren. Und wo wir gerade beim Thema sind, jetzt ist gerade eine britische Studie herausgekommen mit einem Ranking, in welchen Berufsgruppen durchschnittlich am meisten viel Alkohol getrunken wird. Ganz vorn dabei sind da die Handwerksberufe und Jobs im Gastgewerbe. Die geringsten Raten schwerer Trinker finden sich unter 2 Berufsgruppen, die sich ja beide irgendwie mit dem Himmel beschäftigen, aber halt auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Geistliche und Meteorologen sind das gesunde Schlusslicht in dieser Studie. Das muss gefeiert werden. Am besten mit einem Stammball. Apfelsaft natürlich. Zeigt's mir, welche Emojis ihr verwendet und ich sag euch, wie alt ihr seid. Ja, nutzt ihr zum Beispiel das Emoji, dem vor Lachen die Tränen kommen, so wie ich? Oder diesen Clown, wenn man was Positives verwenden will? Ja? Dann seid ihr tendenziell älter, so wie ich. Ja, immer mehr aus der Generation TikTok finden die nämlich angestaubt und überlassen diese Emojis eher den Älteren. Die Jüngeren nutzen dafür zum Beispiel den lächelnden Totenkopf als Reaktion auf etwas, das sehr lustig ist, so quasi zum Totlachen. Und der Clown gilt online mittlerweile nicht mehr als lustig oder positiv, der wird eher als Abwertung verwendet. So, und ich glaube, ich gehe mich jetzt mal im Altersheim anmelden. Das war Push für jetzt mal. Wir sehen uns gleich wieder mit dem nächsten Update von Krone TV. Also bis gleich.